Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von Golden Bodies Personal Training. Heute ein bisschen aus einer anderen Umgebung. Und zwar sind wir gerade in Thailand, geniessen unsere Ferien hier. Und es ist jetzt momentan aber gerade so ein bisschen bewölkt und windig. Und darum habe ich gedacht, könnte ich doch schnell ein Video für euch abfilmen zum Thema Kalibermessung, weil das mega viel von euch interessiert und ich habe ja noch nie so wirklich gross darüber geredet und darum habe ich gedacht, könnten wir uns das heute mal so ein bisschen anschauen. Jetzt zuerst zu der Kalibermessung. Sehr entscheidend zu sagen ist, das bietet noch viel an, also gerade auch so ein bisschen Fitnesscenter und so findet man das teilweise, aber das ist überhaupt nicht das gleiche, wie wir machen. Dort sehen wir meistens so Zangen, die aus Plastik sind, wo man vor allem für die Fettmessung nimmt. Ich weiss nicht, wie gut das funktioniert, aber es ist sicher nie so genau wie das, was wir machen. Weil das, was wir machen, ist mit einer Metallzange. Die kostet auch 400 Franken. Die Plastikzangen kommen dafür 7 Franken über. Und sie ist sehr, sehr genau. Also was wir machen, ist mit einem Millimeter messen. Und das an verschiedensten Orten an eurem Körper. Also das heisst, wir nehmen euch jetzt einfach sinnbildlich zum Beispiel hier mit der Zange die Haut falten und die messen. Das machen wir immer links wie auch rechts, dass wir das vergleichen können. Gerade für Teils Sportart ist das mega entscheidend. Und das machen wir, ich würde sagen, Handgelenk mal Pi, etwa 25 Stellen an eurem Körper. Teils Stellen brauchen wir noch nicht so im Detail. Also besser gesagt, die können wir noch nicht so gut auswerten. Aber die messen wir einfach mal messen, dass wir irgendwann vielleicht wie einen Zusammenhang herausfinden können. Und der Grund, wieso dass man das macht oder wieso dass wir das in unserer Beratung machen, ist, weil wir sehen wollen, wo ist der Körper überlastet, wo hat er möglicherweise Defizit, wo setzt er Fett an, warum setzt er dort Fett an. Ich sehe aber auch, wie viel dass ihr esst, wie gut dass ihr regeneriert sind, ob ihr übersäuert sind, ob ihr verspannt sind, ob ihr... Das sehen wir alles. Ja, man sieht mega, mega viel. Unter anderem sieht man auch, ob ihr eher am Abend essen, ob ihr so ein bisschen tendiert zum Snacken oder nicht. Also ich kann wirklich eigentlich euer ganzes Ess- und Sportverhalten eigentlich nur mit dieser Messung analysieren. Dazu ankommt, dass man auch so ein bisschen sieht, was tut dem Mensch gut und was nicht. Und vor allem sieht man sehr, sehr tief in die Psyche rein. Also ich kann euch wie vorstellen, ich habe nachher all die Daten vor mir, also die ganzen Millimeterangaben, und kann eigentlich, auch wenn ich jemanden nicht gesehen habe, anhand von dem seinen Charakter einstufen. Wir arbeiten wie mit so ein bisschen verschiedenen Typen zusammen, also das sind insgesamt 12 Typen, die man dann so ein bisschen analysiert hat. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Aber man muss immer unterscheiden, welche kommen in eine Beratung und welche nicht. Und das sind die, die in eine Beratung kommen. Und da sieht man so Unterschied. Und anhand von dem sieht man dann eben auch, welchem Körpertyp müssen wir von was mehr geben. Eben zum Beispiel viele Frauen. Also ich habe sehr ähnliche Körpertypen bei mir immer in der Beratung. Und die meisten sind die sich eigentlich ständig überlasten, nie auf sich selber schauen, sich nicht Acht geben, immer für andere schauen und viel, viel, viel zu viel machen. Und dort kann man dann eben schauen, okay gut, was kann man am Körper geben, damit er dieser Belastung überhaupt standhalten kann. Und auch, wie können wir Work-Life-Balance oder überhaupt Life-Balance so anbringen, dass es diesen Personen besser geht, dass sie abnehmen können, dass sie sich wohlfühlen in ihrem Körper. Und ich bin zum Beispiel ein Körpertyp, den wir auch noch öfters in der Beratung haben. Und ich möchte euch darum wie einfach mal so ein bisschen einen Einblick geben, anhand von meinem Beispiel. Es tut mir jetzt leid, weil ich jetzt relativ viel von mir selber wieder rede, aber einfach, dass ihr euch so ein bisschen etwas darunter vorstellen könnt. Also, ich bin ein Körpertyp, der sehr ein höchstes Selbstempfinden hat. Also das heisst, ich bin sehr perfektionistisch veranlagt, mich selber extrem analysieren und habe auch sehr hohe Ansprüche an mich selber. Dazu kommt, ich habe von der Grundvoraussetzung, einfach von meiner Genetik, eigentlich recht eine
gute Genetik, aber habe eher Mühe zum Regenerieren. Oder ich habe eher eine schlechte Regeneration, so muss man es vielleicht sagen. Also das heisst, ich bin jemand, wenn ich Sport mache, habe ich recht lange Muskelkater. Also Sport im Sinne von Krafttraining und so. Auch habe ich aber eher Mühe mit höheren Belastungen, also mit so extremen Intervalltrainings. Für das bin ich einfach nicht gemacht. Man sieht viele Leute, es gibt eigentlich wie drei Stufen oder drei Sachen, die uns limitieren können. Das eine ist unsere Lunge, das andere ist unsere Muskeln, die übersäuern, und dann gibt es noch den Kopf. Und ich gehöre zu dem Körpertyp, wo der Kopf das Problem ist. Also das heisst, meine Beine mögen eigentlich noch, meine Lunge mögen auch noch, aber mein Kopf sagt einfach, kein Bock. Ich mag nicht mehr, das ist mir zu blöd, hören wir auf. Und das ist nicht ein Schweinehund, sondern das ist wirklich das, was meinem Körper in diesem Augenblick sagt, hey, schau, bis dahin kann ich das handeln und weiter nicht. Und leider gibt es aber auch Körpertypen, die immer über das arbeiten oder halt unter das. Genau. Und darum bin ich sicher nicht die, die mega, mega, mega intensiv trainiert. Eben, darum möchte ich das Video auch mal machen, dass ihr wie so ein bisschen seht. Ich weiss, dass ihr das meint, dass ich extrem viel und extrem hart trainiere, aber das ist einfach nicht der Fall. Das Ding ist, wenn ich das mache, ich habe ja das auch schon gemacht, aber wenn ich das mache, dann fange ich an zunehmen, ich fange an Wasser einlagern. Ich sehe dann wie so ein bisschen schwammig aus. So ein bisschen, ich hatte mal eine Kundin, ich vergesse diesen Moment nie mehr, wo mir gesagt hat, ich sehe bullig aus. Und ich sage euch, also ich bin ja schon selbstbewusst in meinem Körper und das ist etwa 4-5 Jahre seither. Aber mir ist wirklich fast kein Laden runter im Fall. Ich habe gar nicht mehr gewusst, was zu sagen. Genau, und das war ziemlich genau zu dieser Zeit gewesen, weil dort habe ich meinen Körper auch noch nicht so gut gekannt. Und konnte es wenig einschätzen, weil mir hat dann das Gefühl, ja scheisse, eben, ich gehe so ein bisschen auf. Also ich muss mir das wie vorstellen, man sieht immer noch schlank aus, aber einfach nicht definiert. Und ich konnte mir das wenig erklären und habe dann halt noch mehr Sport gemacht, das hat es noch schlimmer gemacht, weniger gegessen und so weiter und so fort. Und genau, das hat eigentlich das mich sehr so vorangetrieben. Und seit ich dann auch die Messung gemacht habe, natürlich auch an mir selber und so, habe ich dann, also ich habe vorher schon die Lösung dazu gefunden, aber ich konnte es mir noch nicht so erklären. Und so mit diesen biochemischen Vorgängen kann man es sehr gut analysieren und auch erklären. Und so war es für mich dann auch verständlich gewesen. Dann kommt noch dazu, ich bin zum Beispiel jemand, oder ich muss es wie so sehen, der Körpertyp ist wie so eine Gerade. Und es gibt die, die eher schlecht austrainiert sind, also eher so ein bisschen, ich weiß, dass ihr das richtig versteht, so ein bisschen schlecht beieinander gerade. Und es gibt die, die sehr gut beieinander sind. Und das kann sich ja wie so ein bisschen ändern. Also ich verlöhne euren Körpertyp eigentlich nie, aber es kann zum Beispiel sein, dass wenn ich gar keinen Sport mache, mich mega schlecht ernähre, psychisch mega gestresst bin, dass ich eher da unten bin. Und dann kann es aber auch sein, zum Beispiel wie jetzt momentan, dass ich mich sehr gut ernähre, den Sport mache, der mir gut tut und relaxed bin, dann bin ich eigentlich da oben. Aber das kann wie immer so ein bisschen variieren. He? Und genau. Jetzt würde ich sagen, bin ich eher so auf der guten Seite. Es geht mir auch gut, ich habe herausgefunden, was tut mir gut. Und je eher dass man da drin ist, bei meinem Körpertyp, desto schlechter verträgt man Kohlenhydrate am Abend zum Beispiel. Einfach weil wir meistens mit dem Magen-Darm-Trakt einfach so ein bisschen empfindlich reagieren. Ja, wie auch ja, einfach nicht so gut die Kohlenhydrate können verdauen am Abend. Aber bitte, seid euch bewusst, es geht da nur um meinen Körpertyp. Ich könnte ganz einen anderen Körpertyp haben und dann gilt etwas ganz anderes. He? Sehr wichtig. Und genau, jetzt, ich habe seitdem auch für mich eigentlich wirklich so ein bisschen festgestellt, dreimal in der Woche Sport ist super. Auch wandern, spazieren oder so, das kommt dann noch vielleicht dazu. Aber einfach drei Sporteinheiten passen für mich eigentlich gut. Ich ernähre mich völlig normal, also auch Zwischenmahlzeiten. Wenn ich Lust habe, esse ich eine, wenn ich keine Lust habe, esse ich keine. Ich bin da nicht so strikt. Ich faste auf keinen Fall, weil das ist gar nichts für meinen Körpertyp und das ist auch für sehr viele Körpertypen nichts. Es
es gibt genau einen Körpertyp, wo man das anschauen kann. Und ich glaube, da gehören viele von euch nicht drunter. Und darum ja, würde ich euch in dieser Hinsicht gerade mal vom Fasten abraten. Und ja, ich glaube, viel mehr gibt es nicht mehr zu meinem Körpertyp zu sagen. Was einfach wichtig ist, ihr habt eine gewisse Genetik, die kann man unterstützen, aber man kann sie nicht verändern. Und der allergrösste Teil, den ich für mich festgestellt habe, auch in den Beratungen, ist, und ich weiss, ihr werdet es nicht hören, nicht gerne hören, aber die Psyche macht den allergrössten Teil aus. Also, wenn ihr euch schauen wollt, wenn ihr abnehmen wollt, dann kümmert euch um euch, um euer Stresslevel, um alles um euch herum, weil das wird der Schlüssel zum Erfolg sein. Ernährung ist sehr wichtig, würde ich an zweiter Stelle nehmen. Der Sport ist wichtig, nehmen wir an dritter Stelle. Aber an allererster Stelle sind ihr und euer Stress. Und ja, das ist das, was wir vielfach in der Beratung anschauen, weil nur so könnt ihr langfristig abnehmen. Und für alle, die sich für die Kalibermessung interessieren, ich könnt ihr in unserer App, wo ihr ein Login dann bekommt, einen Termin buchen. Nehmen wir einfach Training und Beratung. Heisst der Kostenpunkt und dann könnt ihr einfach eine Stunde Beratung buchen. Man muss aber sagen, dort bei der Kalibermessung ist einfach wirklich nur Messung drin und die Analyse dazu, aber kein Ernährungsplan oder Sportplan oder so. Wenn ihr das wollt, dann macht ihr das Erstgespräch oder nehmt einfach 2 Stunden Ernährung, Beratung und Training, weil für das braucht man ganz sicher 2 Stunden, einfach, dass ihr das sicher wisst. Also. Danke vielmals fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit und bis zum nächsten Video. Tschüss!